herzlich willkommen zurück im Plenum der IT-Beschaffungskonferenz 2021. Es freut mich sehr, dass Sie so lange geblieben sind. Ich hoffe, Sie hatten spannende Fachsessions. Ich selber hatte das auf jeden Fall. Ich war in der Cloud-Session und der Nachhaltigkeits-Session. Sehr interessante Diskussionen. An dieser Stelle kurzer Reminder, falls Sie noch nicht die Vorträge beurteilt haben, Feedback gegeben haben, machen Sie doch das bitte. Laden Sie doch die Mobile-App runter und dort können Sie Ihr Feedback abgeben zu diesen Fachsessions und dann wissen wir, was wir nächstes Jahr noch besser machen können und wie wir die Honorare der Speaker da berechnen werden. Alles neu mitgewiesen. Gut, also auf jeden Fall, jetzt freut es mich zurück im Plenum, unser quasi letzter Referent zu begrüßen, der Höhepunkt des Tages, nicht ganz, aber mit Frau Amherd zusammen würde ich das schon sagen, weil CIMAP kennen alle in diesem Raum, bin ich überzeugt, alle kennen CIMAP.ch, quasi die berühmteste Plattform in der Beschaffungsszene und Sven Canonica ist da und wird uns nun den aktuellen Stand über das KISS-CIMAP oder KISS-CIMAP Projekt berichten. Ein Projekt, das auch schon in den Schlagzeilen war, jedenfalls das Vorgängerprojekt. Aber ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank und jetzt sind wir gespannt. Ja, danke Ihnen, Herr Schirmer. Willkommen. Ich bin einer der vier Vertreter der Kantone im Verein, im Vorstand vom Verein CIMAP. Und habe die Rolle auch vom Auftraggeber, also offiziell diese Rolle vom Auftraggeber für das neue Projekt. CIMAP ist, wer vielleicht nicht arbeitet drauf, die elektronische Plattform für das öffentliche Beschaffungswesen, wenn wir plus oder minus alle eine Ausschreibung, hauptsächlich im internationalen Bereich, machen, dann müssen wir das auch auf CIMAP ausschreiben. Jetzt diese aktuelle Plattform ist langsam schon fast 20 Jahre alt, nicht ganz, aber sie ist leider oder vielleicht zum Glück am Ende ihres Lebensdauer und muss ersetzt werden. Viele wissen es, wir haben es schon versucht einmal im 2018 und 2019. Wir dachten dort mal, dass wir ein Standardprodukt kaufen können und so anwenden, vielleicht anpassen, aber es hat leider nicht ganz geklappt und das Projekt musste abgebrochen werden. Also das neue Projekt, also für die neue Plattform, heißt nicht wieder CIMAP, sondern KISS-CIMAP. Das ist der Name vom Projekt, weil in diesem Namen ist eine ganz klare Botschaft darin. Also das KISS ist Keep It Simple, einfach, 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 bitte einfach. Und das Logo ist auch significativo, also ist auch so, dass man unterzeichnen will, dass man Schritt nach Schritt und dann vorwärts geht. Aber hauptsächlich nur Step by Step vorwärts. Wie gesagt, die heutige Plattform wird nur noch bis Ende 2023 gewartet. Es ist nicht möglich weitergehen, also müssen wir unbedingt etwas Neues kriegen. Der wichtigste Ziel ist, dass man 1:1 diese Funktion, die wir heute haben und brauchen, ersetzen können, dass wir auch die neue Gesetzgebung unterstützen können mit dem neuen System. Dort ist auch relativ viel gewechselt und dass man eine einfache, klare, intuitive Bedienung garantieren kann. Das gilt auch als weniger Supportbedarf in die Zukunft für uns.
Es gibt aber auch weitere Ziele in der Realisierungseinheit 1, also dass die Arbeit, die sofort machen werden muss, die elektronische Offerte einreichen, Upload, qualifizierte digitale Unterschrift verwenden, die Einladungsverfahren, selektives Verfahren besser zu unterstützen. Dann das DET, das ist die europäische Plattform, ist auch im Wechsel. Das heißt, wir brauchen auch eine Anpassung von den verschiedenen Formularen, dass es kompatibel wird mit dem TED. Und Schnittstelle für künftige Erweiterungen. Also es gibt verschiedene Realisierungseinheiten. Wie gesagt, am Anfang nur das Basic und alle exotische und Nice-to-have-Lösungen und Anpassungen kommen dann in ein zweiter, dritter oder vierter Schritt. Das Projekt ist eigentlich schon anderthalb Jahre im Lauf, offiziell gestartet im Januar 2020. Unser Geschäftsführer Adriano Moser, der mich anschaut, weiß, eigentlich etwas früher, weil während der Weihnachtsferien musste er schon arbeiten und anpassen, aber offiziell ist ein anderthalb Jahr, dass man arbeitet an diesem Projekt. Heute sind wir heute hier. Anderthalb Jahre Arbeit, aber immer auf Kurs. Also im Moment ist es perfekt, ist alles gut gelaufen, gut gearbeitet, aber es geht noch lange. Das wichtige Teil ist hier, das kommt jetzt noch mit der Realisierung, also im Herbst, Oktober ungefähr, beginnt die Realisierungsarbeit. Und dann bis Mitte 2023 das Wechseln vom System, sechs Monate Parallelbetrieb, und dann sollte eigentlich das neue System in Betrieb sein. Mehr im Detail, man kann das so sehen, also die echte Arbeit kommt jetzt hier, hä? Meilensteine, Schritt nach Schritt, langsam, aber es geht. Und hier ist der große Teil fertig, aber es geht auch noch künftige Schritte. Also das Projekt wird eigentlich bis 2026 weitergehen. Und dann können wir in Pension gehen, dann ist es Zeit. Aber im Moment braucht noch etwas. Es ist eine relativ große Gruppe in der Projektorganisation. Also es sind viele Leute, nicht nur eine kleine Gruppe an der Arbeit. Hier ist die Projektorganisation. Also Sie sehen, es gibt verschiedene Anwendervertreter, die Beschaffungsstellen sind dabei, die Wirtschaft ist aber auch dabei, also wer die Angebote stellt, ist dabei, und Verbände sind dabei. Also es ist relativ aufwendig, aber ich denke, dass man eigentlich ein breites Spektrum von Akteuren involviert hat in dieser Arbeit, und ich denke, dass die Interessen von alle am Schluss wahrscheinlich einfließen können ins Projekt. Okay. Gestützt ist die Arbeit auf eine Methodik. Wir haben auch, wie andere Projekte heute erwähnt, mit Hermes, also die Projektmanagement-Methode, Entwicklungsmethode, eine bestehende, ohne etwas zu erfinden, arbeiten wir mit diesen, und zwar mit einer agilen Entwicklung.
unterstützt auch mit Scrum, also mit diesen Sprints, die regelmäßig zu gewissen Thema intensiv arbeitet werden. Okay. Ein Vorteil einer gegebenen Methode ist auch, dass man die verschiedene Rolle auch ganz klar hat und diese verschiedene Rolle auch besetzen kann mit Leuten, die das hoffentlich die das können. Und das ist eigentlich der wichtige Teil von heute. Wir haben eine Webseite www.kissimach.ch. Hier können Sie mitreden. Es gibt ein Forum. Sie können hier alles sehen, wann das es begonnen hat, zu welchem Standpunkt das man ist, welche Meilensteine kommen und bislang es, wie es der Fortschritt ist. Und Sie können mitreden. Also alle Inputs, alle Vorschläge, alle Wünsche oder auch Reklamationen, wenn es gibt, können Sie mit uns also mitteilen und Sie kriegen eine Antwort oder wir können diese Sache, okay, ist interessant, also werden wir das zum richtigen Zeitpunkt anschauen. Und Sie sehen auch, wer dabei ist im Projektteam. Leider fehlen noch einige Leute, also die Unternehmen, die Firma, die jetzt entwickeln mit uns, das sind die zwei Schweizer Firma, Unic AG und Pegasoft AG. Also dort hatten wir auch etwas Glück bei der Ausschreibung, dass am Schluss zwei Schweizer Firma gewonnen haben. Fehlen noch hier mit den Fotos pro Tre, aber das Projektteam ist hier aufgeschaltet. Das ist nicht mehr ganz aktuell. Heute fehlen vielleicht noch 490 Tage, das ist ein älteres Slide. Aber im Prinzip das Einzige, das wichtig ist, wenn Sie etwas wollen wissen, www.kissimab.ch. Okay, und mit dem habe ich eigentlich grundsätzlich fertig mit der Präsentation. Merci. Vielen Dank, danke. Vielen Dank, Sven Canonica. Sie haben vielleicht noch kurz Zeit für ein, zwei Fragen, die aus dem Publikum von Interesse sein könnten. Also ich habe auch einige, aber vielleicht haben Sie schon. Vielleicht eine kurze Einstiegsfrage. Sie haben gesagt, eben beim ersten Projekt hat man eine Standardsoftware beschaffen wollen. Was war es jetzt? Ist es auch eine Standardlösung oder ist man da flexibler? Nein, das ist eine Schneiderarbeit, eine Kleidung auf Masse gemacht. Individuelle Software? Also das ist eigentlich der Normalfall, dass man etwas entwickelt und auch bearbeitet aufgrund von das, was man überhaupt nötig hat oder im Prinzip. Das Problem war letztes Mal eine Standard-europäische Lösung, irgends zu schweizerisieren, oder? Das war eigentlich das große, große Problem. Vielen Dank. Also hat man Learnings, eben auch dieses Community Building ist sicher auch eines der Learnings, noch stärker Feedbacks entgegenzunehmen. So wie es aussieht, gibt es keine Feedbacks hier in der Runde. Nehmen wir das positiv entgegen und eben, wie gesagt, alle sind eingeladen, sich online zu äußern. Ist das richtig? Gerne, ja. Also wenn Sie etwas wissen wollen oder wünschen oder einfach so ab und zu mal hineingehen und schauen, wie der Fortschritt ist. Wie gesagt, im Moment läuft alles wie eine Schweizer Uhr und wir sind sehr zufrieden. Sehr gut. Ja, in dem Fall wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg und werden dann in dem Sinn hoffentlich 2023 dann
das neue Layout, das neue Applikation sehen. Müssen wir unbedingt, ja. Ist gut. Also, alles Gute, viel Erfolg.